Ja, Leute, ich habe mir mal gedacht, ich spiele mal wieder Sims 3. Und so kurz unmittelbar vor der Sommerpause wollte ich mal nochmal in einem kleinen letzten Video, in einem leichten Let's Stizzle Sims 3 mal Tschüss sagen, mal so ein bisschen ein kleines letztes Video vor der Pause machen. Ich sage ja nicht Tschüss, es ist ja, ich komme ja wieder, es hört ja nicht auf. Ich mache halt nur ein paar Wochen Sommerpause. Es ist ja, es ist mittlerweile schon bekannt, dass es, ja, mache ich nicht zum ersten Mal. Und damit Zett gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome-Hobbits. Und natürlich auch Eidolon zu einem neuen Part. Netzstelle Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Schlafen hier. Wollte gerade sagen, gucken wir mal nach den lieben Sims hier. Die Steuerung ist so herrlich, wie man sie kennt. Nichts Neues. Immer noch so schlecht die Steuerung, wie gewohnt. So spulen wir mal ein bisschen vor, bis der Morgen kommt. Ja. So. Es ist morgen. Wer steht als erstes auf? Der Zwerg. Schaut so aus, als sei er der Erste, der hier aus dem Betten hüpft. Ja. Die Steuerung hier noch ein bisschen blöde. Ich krieg's nicht, noch nicht ganz in den Griff. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie war die mal besser. Hatte ich die auch mal besser im Griff. Naja, habe es lange nicht mehr gespielt. Muss jetzt erstmal wieder zu der Steuerung finden. Na, dann ist mal was. Zwecke hat Hunger. Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Vor allem die Kamerasteuerung hier. Dass das Ganze hier passt. Stinkt hier alles im Modergeruch und der frisst trotzdem. Der wird doch krank hier. Ich glaube, die von Corona stehen auch schon seit Tagen hier rum. Kennen wir doch hier die Chaoswege. Kannst ja gleich mal spülen hier, alles aufräumen bei Gelegenheit. Und falls du mal duschen willst, wird auch nicht schlecht. Könntest du ja gleich mal im Anschluss machen. Ich spule mal ein bisschen vor, damit das Ganze mal hier ein bisschen schneller geht. Vor allem, da klingelt jemand an der Tür. Jetzt nicht. Was zum Geier, was? Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Das ist gerade was passiert, mein Lee. Oh je. Na, jetzt macht er den Abwasch. Das glaubt man ja kaum. Beim lieben Zwergi. So. Na, da geht er raus. Wo geht er denn hin? Ah, er räumt den Müll auf. Soll ich auch mal vorkommen? Boah, die Mülltonne, die sieht stinkig aus. Kann man denn die Mülltonne hier recyceln? Kann man die Mülltonne mal wegbringen? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann geh mal duschen, Zwergi. Die Mülltonne vor dem Haus, da müssen wir uns mal drum kümmern. Das sieht ja schlecht aus. Wir haben auch scheinbar alle keine Jobs. Ich glaube, das ist nichts Neues. Das ist schon ein bisschen älter. Ja. Wie geht's der Lilly?
Die macht sich auch was zu futtern. Ah, da steht wieder was Schimmeliges auf dem Tisch. Muss mal hier aufgeräumt werden. Macht das nicht gleich. Ja, die hat Hunger. Ich verstehe es. Dann isst doch erst und räumst danach weg. Was ist denn hier los? Prioritäten muss man durchsetzen. Aber gut. Na. Na komm, dann setz dich doch hin und iss was. Du hast dir doch schon was gemacht. Ja, setz dich doch. Was los? Bist zu blöde dafür. Rot. Also, geht's ganz schlecht. Und die Blackie, die ist auch noch da. Auch was zu essen hier auf der dreckigen Herdplatte. Naja. Das stinkt aber ganz schön. Verwertet sie das alte Essen oder was? Dass sie nicht krank von wird. Kannst gleich mal die Theke mitsäubern, wenn du schon das schimmelige Essen mit essen musst. Blacky ist gerade zu schlecht gelaunt, um zu putzen. Ja, zum Kochen ist sie gut gelaunt, aber ansonsten. Ach, oh nee, die Zicken kriegen sich wieder in die Haare. Denen geht's beiden schlecht. Okay, ist ja klar, wenn man sich so streitet. Oh fuck, ein Feuer ist ausgebrochen. Warum? Was zum Geier? Zwergi, kannst du da mal was machen? Zwergi. Wo ist denn der? Lebt der gerade da? Ein Feuer. Zum Glück haben wir einen Feuermelder. In der Küche. Elektrisch. Ah! Sprint! Blake hat gekocht und hat den Herd angelassen. Ist jetzt klar. Tun mal gucken, was da passiert. Ah ja, die Feuerwehr ist schon da. Löscht das Ganze. Ja, Feuer ist weg. Ist gut. Blicky hat immer noch Hunger. Ach, Leute. Die Chaos-WG hat ihren Ruf zurecht. Sie bringt den Müll raus, die Lilly. Die Feuerwehrfrau, die verabschiedet sich. Zwergi geht's gut. Der ist so ziemlich der Einzige, dem es hier gut geht. Der Blicky geht's am schlechtesten. Und jetzt so einige Probleme. Essen möchte sie. Wir haben bald kein Geld mehr, um irgendwas zu essen. Wenn wir hier den Sims nicht mal neue Jobs besorgen, die dauerhaft arbeitslos bleiben. Guck mal, der Lilly geht's doch gut. Da kann die doch mal. Die Theke soll man gehen, oder? Wo ist denn die? Ich habe gerade absolut keinen Blick auf die. Wo ist denn die? Wo ist denn? Muss doch irgendwo eine Perspektive. Ist die auf Arbeit oder was ist denn? Wo war was? Warum? Wo ist denn die? Zwerg vom Rechner. Kannst du mal die Theke säubern? Wenn du fertig bist oder was? Erstmal zu Ende zocken hier. Da macht er sauber den Zweck. Ja. Muss auch mal sein.
So, richtig, einer muss es ja machen. Irgendwie muss die Wege ja standgehalten werden. Stinkst du hier? Ja, was stinkt hier eigentlich so? Ist doch ein typischer Deponia-Doomsday-Witz. Habe ich nie gespielt, aber ich habe es wundervoll und ausführlich bei dem lieben Gronkh geguckt. Deponia. Wundervolles Spiel. Irgendwann eines Tages werde ich das auch mal spielen. Ja, habe ich Bock drauf. Was stinkt hier eigentlich so? Ja. Die zwei unterhalten sich. Okay, die beiden scheinen ganz gut miteinander zu sein. Also, das ist ja eine wundervolle Dreiecksbeziehung in dieser WG. Zweigi ist mit Lilly zusammen, also die lieben sich noch, also das, weiß man auch nicht, wie lange das hält. Das schöne Paar. Zweigi ist aber mit Blacky so ein bisschen, ja, freundlich gestimmt, also so freundschaftlich. Alles in Ordnung, ja. Kann man schon in einer WG leben, also ist nicht scheiße, ist auch nicht super. Hält so freundschaftlich, kumpelmäßig. Und zwischen Blackie und Lini, zwischen den beiden Frauen, kracht's ziemlich doll. Die hassen sich so richtig. Und das ist ein richtig schönes Dreieck hier, ne? Die schöne Dreiecksbeziehung. Und die Dame ist duschen. Oh, dann wollen wir sie mal nicht stören. Wo ist denn Lini eigentlich? Ist auch verschollen. Ist doch nicht etwa arbeiten gegangen. Ist doch arbeitslos. Zwergen hat Level 4 die Kochfähigkeit erreicht. Hat aber nicht den Herd angebrannt. Was? Warte mal, warte mal, Moment mal. Zwergi kann kochen? Das halte ich aber für ein Gerücht. Sveinsim kochen kann. Der würde sich doch nur von Fertiggerichten und Fastfood, Junkfood ernähren. Wenn es realistisch wäre. Übelkeit. Zwerg fühlt sich nicht so gut. Er sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben. Ja, woher der Übel hier wohl kommt. Ich meine, er frisst gerade Zeug, was halt schon stinkt, wo die Fliegen schwören. Ich meine, es stinkt hier alles, auch das Essen, was gegenüber auf dem Tisch steht. Das ist hier wird nur verdorbenes Essen gegessen. Und das ist, ich meine, hier bleibt auch das Essen ein paar Tage stehen. Das macht den Sims leider gar nichts aus. Das bleibt dort. Da bleibt ein paar Pfannkuchen einfach mal irgendwie auf dem Herd stehen und ja. Der steht auch gleich auf, spült nicht ab. Dreckige Teller. Ah doch, er spült ab. Nimmt gleich Blackies mit. Oh, ein Gentleman. Gentleman, der liebe Zwerg. Und die stehen da einfach und ja, mittlerweile kann er jetzt scheinbar abwaschen, wie es aussieht. Aber er steht dann manchmal mit rum. Das ist halt ja hier dreckig und unordentlich. Ich glaube, der Zwergi sucht sich mal einen neuen Job. Das ist, glaube ich, mal Zeit. Wird Zeit, dass der Zwerg sich mal an den Computer setzt und mal auf Jobsuche geht. So, beim Arbeitsamt registrieren und mal ein bisschen einen Job gucken. Gesetzeshüter haben wir hier zur Auswahl. Gucken wir mal, was es noch gibt. Politik und Gastronomie. Hat er ja gerade Kochfähigkeit Level 4 erreicht. Zwergi wird Koch. Ja, Wissenschaft. Ah, gibt es auch noch. Die Wirklichkeit bringt manchmal seltsame Dinge zustande, als die Fantasie. Seltsamere Dinge zustande als die.
Ey, ich will nicht mehr weiter hier. Das mal, jetzt will ich hier mal weiterlesen. Da wird die Wirklichkeit besser als Fantasie. In einem Metier, in dem ein Patient stets an erster Stelle steht, die Medizin, haben wir hier alles zur Auswahl. Haben wir sehr viel zur Auswahl. Ein breiteres Spektrum. Gesetzeshüter, spannend. Ja, die Arbeitszeiten sind relativ gleich. Gesetzeshüter wäre bestimmt mal spannend. Ich will mal Politik versuchen. Zwecke soll sich mal in Politik engagieren. Hier mal Politiker werden. Nehmen wir mal an. Versuchen wir das mal, mich da mal hochzuarbeiten. Vom Juniorpolitiker bis hoch zum Zwergenfürst. König unter dem Berge. Na denn. Job. Sofort geht er gleich auf Arbeit oder? Nee. Aber die Zeitung. Ist ja auch Abend. Es wird langsam Abend. Ich habe meine Frau verloren. Wo ist denn die hin? Sieht gar nicht, da ist jemand Zeichen irgendwie auf Arbeit oder so. Oder das ist, die ist einfach weggepackt. Soziale Kontakte, Sims sollen regelmäßig das Haus verlassen. Ja, hat sie ja jetzt scheinbar. Jetzt bin ich mit Blecki allein oder was? Ist halt irgendwie, ja, die ist halt irgendwie verschwunden. Ich meine, wenn sie auf Arbeit wäre, würde da ja ein Symbol angezeigt werden. Dann gehe ich hin auf die stinkige Toilette da hinten. Natürlich. Ah, kotzen. Ein bisschen. Kotzen hier nach dem stinkigen Schimmling-Essen. Muss oben mal sein. Ach, stimmt ja, der hat gerade einen Job als Politiker angenommen. Da muss man ja. Da. Wahrscheinlich versehentlich die SPD. Ja, verständlich, dass man da mal aufs Klo muss. Nee, Spaß, Leute, Spaß, 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 Spaß. Satirischer, schwarzer Humor. So, mit Blackie tanzen oder was? Ich war eingeladen auf dem Sofa. Ich brauche ein Sofa, wo ist mein Sofa? Ah, jetzt tanzen sie. Ich frag mich, wo meine Frau ist hier. Da tanzen sie zur Musik noch bis spät in den Abend hinein. Denen geht's gut. Was ist mit Lilly? Was ist da los? Der Sim ist arbeitslos. Da muss irgendwas im Spiel kaputt sein, da muss irgendwas. Ja. Da muss irgendwas falsch dargestellt sein. Ja, Blick unterbricht den Tanz. Mal ein bisschen zu spielen. Genau. So macht man es richtig. So. Und Zwergi, was macht der? Der geht's, der war ja schon ins Bett. Vielleicht finden wir irgendwann mal raus, was mit Lilly passiert ist. Ist die fremdgegangen? Die ist wahrscheinlich bei dem Blondschopf aus. Hat sonst was. Ist einfach fremdgegangen. Hat mich hier mit dem Blackie zurückgelassen. Ja, warum nicht? Sucht die sich jetzt auch einen Job? Nee, die liest. Kann man in der Zeitung, aber auch im Computer. So, kann Blackie auch mal gleich machen, kann sich auch mal einen Job holen. Ist auch mal ein bisschen was Geld mitverdient. Also das ist ja, meine Lilly ist jetzt weg scheinbar. Da muss sie auch mal ein bisschen was verdienen. Na komm, Job suchen. Was machst du? Ah, kann ich mich nicht hinsetzen. Was? Gehst erstmal auf Toilette. Genau.
Ist der Stuhl für sie besetzt oder was? Was ist denn da los? Geh ruhig durch das Zimmer, wo Zwergi schläft. Da musst du sowieso mal ins Bett zu kommen. Was denn? Da ist ein Stuhl, da ist ein Tisch, setz dich. Mach's dir bequem. Ich verstehe es nicht. Und von Lilly fehlt immer noch jede Spur. Die wird hier im Bad irgendwie registriert, aber hier in der Dusche, in der Nähe von der Dusche, aber ja, die ist einfach verschwunden. Verpufft ist sie. Zwergi schläft, die ist dort im Drecksklo. Ach, jetzt zum Spiele spielen kannst du einen Computer, aber zum Job suchen geht nicht. Eine Wand, ja. Ja, ist klar. Jobsuche geht nicht, aber spielen wolltest du gerade. Oh, ich kann mich da nicht hinsetzen. Na, dann mach doch, was du willst. Mal schauen, was du tut. Rumstehen. Tanzen. Heute klappt so einiges nicht. Naja. So viel dazu. Die Blacky tanzt, Zwergi schläft, Lady ist ein Geist geworden, zerpufft. Seltsame Geschichten hier. Aus der Chaos WG. Mysterien. Tja. Einen neuen Job für Zwergi haben wir gesucht, haben wir gefunden. Gesucht und gefunden. Dann würde ich mal sagen, haben wir das auch mal wieder gemacht, haben wir mal wieder Sims gespielt. Sims 3. Auf dem 3DS. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haben wir ein bisschen was gemacht, haben wir ein bisschen Fortschritt erreicht. Haben wir mal aufgeräumt hier, so auch mal gut. Zwergi hat mal abwaschen gelernt. Kochen hat auch gelernt. Ich würde sagen, die Störung habe ich auch noch nicht ganz drin. Ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr in dem Sphärenquest verpassen wollt, dann machen wir mal hier die Musik aus. Es ist Nacht hier. Die ist immer noch weg. Gosh! Ja. Dann geh doch mal schlafen hier. Es bringt doch auch nichts, wenn ihr mal versuchst, einen PC zu arbeiten, dir Jobs zu suchen. Und kannst dir eh nicht hin. Ja, so sieht's aus. Geht sie jetzt auch noch schlafen? Na denn. Man sieht sich, würde ich sagen. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut darin. Bis denn. Ciao, ciao.